Moin Moin und willkommen zu einer weiteren Folge Skyrim für die Nintendo Switch. Ja, wir befinden uns sozusagen in meiner letzten Quest. Ich zeige euch die kurz. Und zwar Berührung des Himmels. Wir müssen unseren Wasserkrug des Initiaten füllen. Und zwar das letzte. Und hier oben sehe ich die letzte, das letzte Ding, wo ich hin muss. Da oben, wenn man sieht auf meinem Radar da oben sozusagen. Müssen wir gucken, ob wir den richtigen Weg finden. Mal gucken, was ist irgendwie... Hab ich denn da Feuer atmen? Ist alles richtig? Gut. Auch nur, weil sie da dämlich reingelaufen ist. Sie läuft doch in alle rein. Ist sie denn für ein dummer Vampir? Hier sind ein paar viele. Müssen wir gucken, dass wir die ausgelöscht bekommen. Die, ich glaube, hier nach oben macht Sinn zu gehen. Oh, das tat weh, ne? Sehr gut. Woher seid ihr gekommen? Ach du. Ach nein. Nice. Ist auch immer so nervig, wenn sie denn diese blöden Leute erweckt. Woher seid ihr gekommen? Das wird euch eine Lehre. Also wir müssen darüber irgendwie. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich komplett außen rum oder da oben über die Brücke rüber. Okay. Gehen wir erstmal weiter hier. Anscheinend komme ich nicht in diesen Weg da längs. Aber hier hinten rum. Über die großen Dächer, wollte ich gerade sagen. Ich hoffe, verstört euch nicht. Ich trinke ein bisschen was dabei. Sonst ist das ja nicht auszuhalten mit den Falmer hier. Woher seid ihr gekommen? Aber ja, keine Angst. Alkoholfreies Alster. Kann ich nur empfehlen. Woher seid ihr gekommen? Wo sind wir denn hier? Da geht's auch noch hoch, ne? Ach, es ist aber auch... Geht mir hier ab. Was weiß ich, in meinem Weg steht irgendwie. Hier hoch. Geht aber nicht so weiter. Also hier durch die Höhle. Eieiei. Ich glaube, ich komme immer weiter dünker rein und lande gar nicht da, wo ich hin will. Da muss ich hier durch. Man weiß es nicht. Oh nein, was ist da passiert? Oh, da war ich zu leichtsinnig. Und ich habe nicht gespeichert. Scheiße. Das war dumm, aber naja. Müssen wir weiter probieren. Ich muss auf die Karte gucken. Ich muss da irgendwie auf die andere Seite kommen. Wo ist wie? Da müssen wir hin. Noch weiter runter. Da ist das ungefähr. Okay. Ja, wir versuchen uns jetzt nochmal dahin zu kommen. So. Hoffen wir, dass Vampirin jetzt mal nicht da durchläuft. Wäre auch mal ein Highlight. Wenn sie nicht ganz so dumm wäre. Woher seid ihr gekommen? Jo! Ich werde jetzt mal weiter durchgehen hier. Gucken, wo wir da hinkommen noch. Oh, viele fallen wir hier, ne? Okay. Also irgendwie müssen wir ja da hochkommen. Wie genau, wie wir das jetzt machen, weiß ich auch noch nicht. Wir werden es schon irgendwie hinkriegen. Diese blöden Viecher. Geh mal wirklich auf den Sack. Oh, jetzt kommt noch so einer. Blöde Kuh. Und dann nur zwei Gold dabei haben. Spitz wohl. So, nehmen wir hier Bank mit. Haben wir noch was verstehen? Da, nehmen wir auch noch mit. Essen. Ne. Was ist das? Schimmelpilz. Was Brauchbares hier, die gute Tante.
zumindest nichts für mich Brauchbares. So, bevor wir jetzt doof sind, speichern wir einfach mal wieder. Yes, so sieht's aus, junger Freund. Du bekommst es von mir. Ups, warte mal. Hab ich noch ein paar Heilungstränke hier? Hey, der haut das gut rein, der Typ hier, ne? Müssen schon aufpassen hier. Da wollen wir mal raushüpfen, ne? Können wir jetzt ja nicht machen. Gehen wir hier hoch. Gehen wir hier hoch. So. Durchsuchen, ah. Okay, jetzt haben wir zwar ein paar Sachen gefunden. Ach, da kommst du auch mal wieder. Aber wir müssen irgendwie da weiter hochkommen, glaube ich. Wie kommt man denn da hoch? Einen anderen Weg? Da unten ist auch noch ein Weg. Sollen wir den mal benutzen? Machen wir mal. Wahrscheinlich wieder ein Höhlenweg, der uns sonst wo hinführt. Oder auch nicht. Kommt auch irgendwo richtig hin. Mir hört sich das gerade ganz gut an vom Geräusch, ja? Mein Team. Das scheint doch der richtige Weg zu sein. Zumindest geht es schön weit nach oben, wo wir auch hin sollten. Immer schön speichern. Nichts ist ärgerlicher, als drauf zu gehen jetzt. Hm. Uah. Schon wieder rüberhüpfen. Hat sie nicht gemacht, ne? Wer ist da? Ah, was ist das? Das ist doch, was ich das gehört habe. Ja, das, diesmal war ich der Idiot. Ich dachte, da kommt so eine... Naja. Egal. Heilen wir uns mal kurz. Oh, noch eine andere Heilung, ne? Welche war das dann nochmal? Schnellheilung? Oder erste Heilung? Was ist denn besser? Ich weiß es gar nicht mehr. Das funktioniert auch immer ganz gut, ne? Ja, lass mal. Speichern. So. Ach, guck mal. Das sieht doch schon alles sehr, sehr richtig aus hier. Kleine Pfeilchen wird auch immer größer. Ah, da ist der letzte Prärat. Prärat? Präfat? Präklat? Wie hieß der nochmal? Weiß nicht mehr. Prälat, ja, genau. Ihr habt den Weg Schrein des Glanzes gefunden, Initiat. Ja. Haben wir. Seid ihr bereit, die Mantren von Auriel zu ehren und seine Erleuchtung zu empfangen? Aber sowas von. Möge Auriels Segen euch auf dem steilen Weg zum Allerheiligsten und der vollkommenen Erleuchtung beschützen. So, das war das Letzte. Schon wieder sind die angezeigt. Das ist immer so blöd, ne? Also, wenn Schluss ist. Teil der Vision. War nix. Wo müssen wir jetzt hin? Da hinten hin?
Danach sieht's doch aus, ne? Wir speichern nochmal zwischendurch. Hab ja immer ein bisschen Angst, dass ich irgendwie doch mal überfallen werde. Das muss der Ort sein. Ich habe noch nie ein Gebäude wie dieses gesehen. Es sieht wie eine Art Tempel aus. Es sieht beinahe unecht aus. Wisst ihr, was ich meine? Also die Burg von ihrem Vater ist nun auch extrem, ne? Also sie muss jetzt nicht so tun, als ob sie sowas noch nie gesehen hätte. Außerdem war sie auch in der Winterfeste. Dies ist eine Statue von Auriel, aber mit einem der älteren Zeichen seiner Macht. Dieser Tempel muss uralt sein. Der Bogen muss hier drin sein. Bin gespannt, ob wir den Bogen finden. Hier nochmal Wasser rausnehmen? Wir müssen das Wasser ausgießen, okay. Ich mache mir nichts aus der Sonne, aber die wäre jetzt besser als dies hier. Das ist doch mal cool. Speichern wir lieber vorher. Nein. Ziemlich cool. Okay, es haben schon einige versucht, hier reinzukommen. Und wie man sieht, ist es nicht allen gelungen. Die meisten sind erfroren. Danke, dass du eine Frostresistenz für mich hast. Sollen wir vielleicht nachher nehmen? Warte mal. Okay. Und diese Falmer sind... Sie sind im Eis eingefroren. Ja, ein Schwert in der Hand. Heldenschwert des Animus. Ich frage mich, wie lange sie schon in diesem Zustand ausharren. Und ich hielt schon die Seelengruft für gruselig. Moment. Ja. Das wird euch eine Lehre sein. Ups. Okay. Einige werden wohl also wach werden. War es vielleicht dumm, das Schwert zu nehmen? Aber dafür haben wir noch andere Sachen, die wir mal rausschmeißen können, die wir nicht mehr brauchen. Vielleicht auch bei der Bekleidung. Es wiegt auch alles so. Ach, den einen schmeißen wir raus. Ach, weg. Halskette der Frostresistenz. Ein Amulett um, ne? Ja. Müssen auf jeden Fall was loswerden. Liegt alles nichts. Schuppenhelm der großen Zerstörung. Was habe ich denn jetzt für einen Helm auf? Nehmen wir an. Ah, keinen Helm hatte ich auch, ne? So, Komm, haben wir noch irgendwas ein Waffenmäßiges, was weg kann? Dann mit dem Elfenschwert. Wir haben jetzt hier Elfenschwert des Gefrierens. Steht es innerhalb von 10 Sekunden, füllt es einen Seelenstein. Auch nicht schlecht, ne? Masterschwert ist auch so für den Arsch. Nur schön, weil es von Zelda ist, aber eigentlich brauche ich es nicht. Weg. Ich glaube, das mache ich schon auch weg. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Das Feuerball. Sammeln wir erstmal ein paar Sachen ein hier. Wo wir hier den Kampf beginnen.
nehmen. Elfenpfeil. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Lichtblüte. Okay, sollen wir aktivieren? Wir speichern mal vorher. Setzen nochmal alle Tränke und so, die wir haben. Setzen wir, glaube ich, auch mal auf. Dass ich nutzen kann. Gucken. So, 100 Trunk ist ein Zaubertrank. Waffenschmied? Achso. Zaubertrank, Ausdauer, Zaubertrank der geringen Magika. Zaubertrank der Heilung haben wir schon mal rein drin. Zaubertrank der kräftigen Heilung nehmen wir da auch mal rein. Und Zaubertrank der starken Heilung nehmen wir auch rein. Zaubertrank des Ritters. Steige die Fähigkeit schweres und Beschwörungszauber für okay. Zauber des Schlossnagels, Volltreffens. Bei dir herstellen. So, und Schriftrollen nehmen wir auch. Und zwar, und okay. Volle Armee, History, Chaos, Eisstrahl, Feuerballs. Den will ich mit drin haben. Feuersturm, ein auf 22 und die 93 Schaden verursachen kann. Schutzkreise und alles, okay. Auch mit rein. Schutzkreise, beschwört einen Schutzkreise für 10 Sekunden an der Stelle, auf die die Zauber zeigt. Okay. Ne, das ist einfach so. Ups, ich wollte nicht mehr rausgehen. Und dann, Waffen haben wir. Dämmerbrecher, vielleicht müssen wir einmal erladen. Okay, wir laden mal. So, mehr haben wir nicht. Okay. Speichern wir. Dann fangen wir an. Zack. Achso, wir sind auch wieder sehen. Ich dachte, es passiert jetzt irgendwas. Okay, wir müssen mal gucken. Hinten sind wir gekommen. Und irgendwo muss ja dieser Bogen sein. Hier sind ein paar Türen. Welche Tür wir jetzt nehmen, ist ja uns überlassen. Das hier ein Schalter. Aktivieren. Altar. Da schau einer her. Ein Geheimgang. Den nehmen wir. Ich höre heftiges Atmen. Ich hoffe, es ist nicht das, was ich befürchte, was es ist. Ein kleiner Troll. Mal gucken, wie stark der gleich ist, aber... Haben wir den? Okay. Hier, speichern wir einmal. Tür aufmachen kann ich ihn ja. Woher seid ihr gekommen? Okay, warte. Dritt. Heilung. Feueratem. Okay, oh. Ich hatte ihn fast erledigt. Ich muss jetzt nochmal. Ich muss noch mal kurz in mich gehen. Das war so dicht dran, ne? Aber ist kein Problem. Ich hatte es irgendwie falsch gemacht gerade. Und zwar. Warte mal. Okay, der Feuerball ist da. Ich gleich noch wieder hier hinkommen und das auf Flamme stellen. Feueratem ist hier. Okay. Dann nochmal. Woher seid ihr gekommen? Gleich schon auf Heilung gehen.
Oder auch Flammen vielleicht, dann nehmen wir die Heiltränke. Okay. Das war jetzt nicht so cool. Ich habe einen Schlag fast getötet. Zaubertrank der Heilung. Ein langweiliger Kampf, ich gebe es zu. Aber immerhin. Verana steht auch nicht immer im Weg. Mein Gott. So, Gold nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Keine Ahnung, wir nehmen ein Riesenzimmer mit. Rubinglanzstück. Das brauchen wir nicht. So. War ja gar nicht so schwer. Doch, hat eigentlich ganz schön reingehauen, muss ich zugeben. Okay, was hat uns das gebracht, das jetzt? Finden wir hier drin noch irgendwas Schönes? Ach so, hier ist noch so ein... Noch eine Geheimtür. Ach, da kommt ein Skelett. Ihr Skelett? Ah, okay. Hier drüben war noch irgendwas, ne? Guck mal, da wollte jemand schon fliehen. Also einige wollten fliehen, wie man sieht. Klappt aber nicht. So, eine Truhe mal. Vulkanglasschild. Nehmen wir mal mit. Gold. Und Heilungstrank. Perfekt. So, da drüben können wir bestimmt wieder was raufstellen. Machen wir auch mit sofort. Und Action. Du besitzt nicht den benötigten Gegenstand. Oh. Besitzt ihr nicht? Warum besitze ich den nicht? Halt. Halt. Hier brauchen wir den Gegenstand. Wo können wir den Gegenstand herbekommen, ist die Frage. Der Riese hatte den jetzt ja nicht. Den habe ich den C. Was ist der C vielleicht? Hm? Den hat er jetzt ja aufgelegt, ne? Das bestimmt nicht. Ach, guck mal. So kann man es natürlich auch machen. Das müsste jetzt ja gehen, ne? Ich speichere nochmal zwischendurch. Wo wir den Troll schon mal besiegt haben. Eisenpfeile nehmen wir mit, Elfenpfeile habe ich. Elfenpfeile und eine Truhe. Okay, ich habe das hier mitgenommen, aber es ist kein. Das war jetzt auf jeden Fall kein. Kein, nennt sich das. Das sieht so aus, was da drin ist, ne? Oh, Serana, ich hole dich wieder raus. Nicht, aber hier ist doch kein. Hier ist kein Bogen in dem Sinne. Oder muss man von drin das vielleicht auch nochmal machen? Ne, muss einen anderen Weg geben, okay. Serana muss aus der Tür rauskommen. So. Müssen wir gucken, wo wir den. Es gab ja noch mehr Türen da hinten. Wer ist ja da? Okay, hier gibt es auch noch eine Tür. Gehen wir da mal rein. Speichern wieder. Man weiß ja nie. Ich glaube, das Eisstrahl brauchen wir nicht. Ich habe schon wieder so viel. Ah, es liegt daran, ich habe diese blöden Handschuhe mitgenommen. Ich schmeiße einfach weg. Rolle der Eisenhaus. Skelett hat auch noch was dabei. Nein.
Alle Feuer an. Tja. Entschuldigung. Okay. Deine Hand. Hat er was in der Hand? Nee. Oder in der Hand? Und sobald ich denen was klaue, werden sie wach. Okay. Ich kontrolliere nochmal alle Figuren. Nicht, dass einer von denen diesen Bogen in der Hand hat. Oder Buch. War nix. Der hat nur diesen Eiszackelstab. Okay. Ich will draußen mal gucken. Hier habe ich gerade irgendwas draufgelegt. Klappt ja auch ganz gut. Ist da noch so eine Tür? Oder Eingang? Elfenschild? Oder? Fenster Gesundheit? Brauche ich gar nicht. Unbedingt. Auf der so ein Eisstachelstab, glaube ich. Eisspeers. Elfenschwert. Okay, also Was eine Rolle? Eine Rolle hat Rolle des Schneesturms. Pass auf, klauen wir es mal. In der Hand, was ich gebrauchen kann. So eine Flasche. Das war der Eingang. Also, es gibt nur diesen einen Weg da. Also, da muss ja irgendwas sein. Müssen wir mal versuchen, da reinzukommen. Also. Ich kann einen Weg hier, deswegen es muss ja irgendwie hier drin sein. Was ist wo? Ein geheimer Gang? Nochmal den Krug nochmal. Komm rein. Was gibt es? Nix. Hä? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Ich hab doch keinen anderen Weg, oder? Eine Karte, wo ich reingucken kann? Da sind wir reingerannt. Und dann sind wir gekommen. Hier geht's noch weiter, ne? Da oben. Wir müssen noch zurück. Sollen wir den Krug mitnehmen? Komm, Gerana, komm raus da. Dann bleibst du da drin, also ganz im Ernst. Wo bleibt die denn immer? Wieso kommt sie denn nie mit? Nervt. Komm her, komm raus. Komm da raus. Super. Braucht ihr etwas? Nein, ich will den Krug nehmen. Das ist nur ein Weg. So. Geht mit dem Öl ein bisschen auf den Sack. Gute Frauchen. So, kommen wir hier raus. Ja, du bleibst draußen. Ich hole den Krug. Okay. Jetzt sind wir hier. Das heißt, von da sind wir gekommen. Und da oben kann man noch hingehen, irgendwie. Aber da waren wir ja auch schon, ne? Oder geht's da noch weiter? Ach, guck mal. Ich habe gar nicht gesehen gerade eben. Geht's noch weiter? Wie dumm ich bin. Leute, wie dumm ich bin, ne? So eine Hand, ein Knüppel, du kriegst. Immer noch echt viele Sachen so, ne? Ja, es nervt mich auch langsam, dass ich gar nichts mehr tragen kann. Wir essen jetzt aber mal was hier. Knüppel. Das ist auch nicht so viel zu essen. Schmeißen wir mal Bücher weg nochmal.
du. Ja, ups, mal drehen. Da. Geh mal weg da. Geh doch mal aus dem. Also, ganz im Ernst. Hat sie sich den Kopf weggetrunken oder was? So, wir speichern nochmal zwischendurch. Hier geht's auf jeden Fall weiter. Irgendwo? Ne, da geht's weiter, in der Höhle. Wir gehen mal hier hinten hin. Ist ja da. Jetzt hätte ich es nicht geahnt, ne? Geht hier einfach mal hier so ein Leckerchen rum. Gold. Das ist echt nervig, ne? Ich gebe zu, es ist nervig. Ich muss mir da was überlegen. Ich muss mir was überlegen. Aber naja. Alles gut, gut. Ich wollte nur wieder raus. Okay, ich auch nochmal zwischendurch. So, ich glaube, wir nähern uns Auriels Kapelle. Das wird unser Ziel sein wahrscheinlich. Wo wir auch unbedingt hin müssen, um diesen blöden, verfluchten Bogen zu finden. Was auch immer cool wäre. Finden würden. So. Wir wollen irgendwie runter. Was ist denn hier hin? Nirgendwo hin. Okay, da geht's zur Kapelle. Bevor wir uns auf zur Kapelle machen, glaube ich, beenden wir das hier. Tut mir leid. Die Zeit ist schon wieder abgelaufen. Und machen da weiter in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.